Hallo zusammen, ein Video von mir, Vorbereitungen für die Belegstelle. Wie es auch im Imkerei halt so ist, man sieht jetzt hier praktisch Mini plus Zarge. Da haben wir ja verschiedene Futtertaschen, zum Beispiel die aus Holz hier. Und dann trotzdem muss man das irgendwie absichern, das rutscht alles weg. Weil das alles blöd ist, eigentlich blöd konstruiert worden ist, ja, sagen wir mal so. Hier aus Holz ist nicht schlecht, aber auch zu schmal im Prinzip. Und der Nachteil ist ja undicht sowieso dann. Dann haben wir ja die Kunststoff, das ist ja genauso breit wie ein Rähmchen. Ich verstehe jetzt an dieser Stelle nicht, wieso man nicht im Prinzip das Ganze so gemacht hat, dass die Breite von der Futtertasche im Prinzip das Restliche hier ausfüllt. Da macht sich gar keiner Gedanke. Ich weiß nicht, ich glaube nicht einmal, dass das Imker sind, die das Ganze konstruieren und so weiter. Und das ärgert ja maßlos. Also hätten wir jetzt da hier praktisch, wenn das jetzt so schön zusammenrückt, hätte man ja jetzt da hier Platz für eine Futtertasche, die das ja praktisch ausfüllt von mir aus. Dieser Platz ist sowieso für nichts. Ja, dann müsste man es praktisch jetzt nochmal absichern, ob das rutscht oder nicht. Ja, sieht man halt nachher nicht. So, das ist jetzt dann Alternative dazu. Ich kaufe jetzt gar keine, wenn die es nicht bauen, so wie sie es gehört, dann kaufe ich auch nichts. Ja, jetzt Böden sowieso selber gebaut, das sind meistens zwei Doppelböden, manchmal sind das Vierer, also da sieht man, das sind ja Vierer, aber im Prinzip ist das dasselbe, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt die ganze Schale mit Folie umgeschlagen, man kann aber auch Teig, bevor man es in die Schale reinschmeißt, in Folie einpacken, ein paar Löcher durchstechen und fertig ist es. Und natürlich, was da jetzt gut ist, ich kann jetzt oben im Prinzip nochmal eine Wabe zusetzen. Ich kann ja im Prinzip eine Wabe zusetzen. So habe ich da oben praktisch 6 Rähmchen. Ja, und dann sichere ich das hier aber auch jetzt mit Nägel ab. Wenn ich die jetzt einmalig reinsteche, ein bisschen schräg rüber, also Abstand erstmal herstellen. Wenn ich die jetzt da so reindrücke, da brauche ich die im Prinzip nie mehr rausholen. Ja. Wofür dieses Platz hier ist, das muss man sich dann auch weiterhin fragen. Deswegen sage ich ja, könnte jetzt einer schlau sein und einfach mal eine Futtertasche in diese Breite halt machen und dann wird man es ja kaufen, muss man auch nichts mehr absichern, da steht ja alles. Aber ich kaufe es ja eh nichts mehr, das ist jetzt rum. Ich habe die Schalen praktisch ja organisiert, kostenlos organisiert und wie gesagt, wenn man diese Futterteig in so eine Folie einwickelt, dann hält das und die Bienen bleiben nicht kleben, dann ist ja egal, ob Futterteig ein bisschen weicher oder ein bisschen härter ist, die Bienen kommen da dran, ohne zu kleben und da ist das im Prinzip für die Belegstelle dann bereit. Die schmeiße halt nicht weg, aber ich kaufe keine weitere. Ich habe diese Lösung für mich gefunden. Jetzt kommt bei mir nochmal so ein Deckel oben drüber und schon ein Gurt drumherum. Und dann ja, nach Bayern, auf nach Bayern, Hausberg. Schönen Tag noch.